Nach diesen sagenumwobenen 3 Sekunden haben wir alles zugeschnitten. Jetzt bauen wir uns hier diese 2 Rahmen. Die werden jetzt, also unten kommt natürlich auch noch eine Dachlatte dann hin. Letztes Mal hatten wir es immer so gemacht, dass wir hier unten drunter Winkel geschraubt haben. Und dieses Mal, jetzt kommen natürlich die ganzen Holzer von euch, ne? Und sagen hier, nee, das macht doch nicht so, wie ihr das jetzt vorhabt. Dann sag ich, doch, wir machen das so. Jetzt kommt das hier drunter und ich kann es wieder nicht festhalten. So, jetzt kommt von hier oben eine Schraube rein. Die kommt dann hier oben in das hier. Hier unten, an der Seite, genau dasselbe. Da haben wir quasi dieses Stück Holz als unseren Winkel. Und dadurch, dass der Rahmen genauso wie er ist, nochmal dann von der anderen Seite drankommt, ist es auch dann stabil. Stabil. So, was kann man, so ganz einfach kann man sich dann auch einen Winkel machen. Das Einzige, was wir dann halt nur machen müssen, ist, müssen wir bedenken, wenn die Dämpfe hier reinkommt, müssen wir bestimmt das kleine Stück hier rausschneiden. Weil sonst drückt das ganz schön. Weil es jetzt wirklich stramm dann eigentlich drin sitzen sollte. Also wenn ihr das mit nachbaut, macht nicht die gleichen Fehler wie wir. Ist das ein gutes System? Et voilà, haben wir unseren Rahmen fertig. Das ist das Prachtexemplar. Hier in der Mitte haben wir diese Dachlatte nochmal hingespannt, damit wir den Fixpunkt haben, woran es aufgehangen wird. Also das bedeutet, wir haben bei den anderen das so gemacht, dass wir auf die Rückseite eine komplette Platte gelegt haben. Das brauchen wir hierbei nicht, weil wir jetzt das wieder komplett hier mit Folie umspannen. Und wir brauchen dann halt, wie gesagt, nur noch hier die Höhe, damit wir das dann final festmachen können. Und dann können wir einen Strich ziehen auf der Wand, auf dem wir dann halt die Absorber anbringen. Ne? Genau. Ja, kann gerne nochmal. So, wir holen jetzt die Dämmwolle, bringen das Zeug hoch und bespannen es dann oben. Oh, der gefällt mir. Philipp, den haben wir gut gemacht. Gut. Gut gemacht! Ja. Und den einen von den alten müssen wir nochmal neu bespannen, weil der scheiße aussieht. So Leute, jetzt seht ihr live ein Boxen. Also ihr habt jetzt den ersten spaßigen Teil dann schon gesehen. Florian, das ist viel Spaß zum Schneiden. 23 Minuten Bildmaterial nur vor dem Absorber zusammenbauen. Ba-ba-ba-ba-ba, wir lieben es. Hier haben wir jetzt den Mollton. Das wird der Stoff der Wahl. Den müssen wir jetzt halt so ein bisschen hinlegen, dass der erstmal... Gut, wie ihr seht, ist das auf jeden Fall ein ganz lustiges Unterfangen. Ihr werdet das jetzt mit Zeitraffer sehen, ob wir das hinbekommen oder nicht. Ich hoffe, das gibt einen guten Kontrast. Wir wollen das letzten Endes so aufhängen, dass wir einen schwarzen, einen grauen und einen schwarzen hinhängen. Und das auf dieser verdammt hellgrauen Wand, die sich gar nicht so krass abhebt von der Decke, obwohl die Decke weiß ist. Da müssen wir halt jetzt gucken, wie das wird.